Hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Pflanzenschutz bzw. Chemieeinsatz in der Landwirtschaft beschäftigen. Jeder Anwender von Pflanzenschutzmitteln oder derjenige, der welche kauft, muss sich entsprechend ausweisen können. Mit diesem Ausweis ist man digital registriert und man ist berechtigt, Pflanzenschutzmittel anzuwenden und sie auch zu erwerben. Und nicht nur Pflanzenschutzmittel, sondern auch Mittel, um Schadnager, zum Beispiel wie Ratten und Mäuse, zu bekämpfen. Und dieser Sachkundenachweis Pflanzenschutz oder dieser Ausweis oder diese Registrierung beinhaltet aber auch, dass man neben den ganzen freiwilligen Fortbildungsmaßnahmen, die man jährlich besucht, alle 3 Jahre eine Pflichtveranstaltung besuchen muss, die auch entsprechend protokolliert wird und wo man auch eine bestimmte Nachweispflicht hat gegenüber behördlichen Kontrollen. Weil ohne diese lückenlose Überwachung kann man oder diese lückenlose Darstellung kann man in Zukunft und auch jetzt schon keine Pflanzenschutzmittel mehr anwenden. Und damit will man sicherstellen, dass die Landwirte, die ja Fachexperten auf diesem Gebiet sind und nicht Leute Pflanzenschutzmittel anwenden, die keine Ahnung von dem haben und nach dem Motto, viel hilft viel. Also die Landwirte sind sehr daran interessiert, fachlich, kompetent, genau das zu machen, was nötig ist und nicht mehr unnötig irgendwas zu verteilen. Also wie gesagt, der Sachkundenachweis, den muss jeder haben. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Amos aus Ostfriesland. Tschüss.